Hallo, hier ist Naruto 86. Herzlich willkommen zu Pokémon Schwert Part 22. Sorry, jetzt geht's aber hier schon ganz seit los, wie ich auch aufgehört habe hier. Also, wenn ich so in die Hand zu haben, muss ich jetzt so offen machen, nicht so. So ganz einfach machen. Gut, dann knüpfen wir uns erstmal schnell hier die Arena vor. Wir werden alles machen, keine Angst. Ja. Okay, let's go. Okay. Ah ja, das hasse ich, den Teil hasse ich. Das ist wieder ein Mist, was ich so hasse, diese Aufgabe. Bärtchen nervt mich nicht. So. Erst ich hab die Kursor. Weil. Dann werde ich sie mal auf der Plattform. Weil das ist einfach der Scheiß, was dann da alles kommt, die verschiedenen Dinger hier das so zu schaffen. Das ist nicht leicht. Oh ja. So. Präzisionsschuss. Und. Fair. Winde. Natürlich habe ich mir auch alle Pokebälle und alle Dinger, alle Bälle, was da tun. Oh Mann. So, die erste Etappe haben wir geschafft. Was weiter? Boah, und wenn aber das Spiel in der Sturm kommt, dann war ein Problem. Alter. So. Dann brauche ich bloß darüber und dann hoch. Einfach mal kämpfen. Let's go. Das ist einfach ein fieses Ding, was hier ist. Okay. Haben wir Präzisionsschuss. Getroffen und vorbei.
Also, das ist der größte. Das ist der größte Mist, was hier ist. Von den Aufgaben. Das ist auf jeden Fall der größte Mist, was es hier von gibt, von der Arena hier. Das ist der größte Arena-Mist, was es gibt. Ah ja. Aber ich find's gut, dass du dann wieder herkommst. Na also. Ich bin jetzt einmal da runtergeflogen. Aber da merkt man schon direkt, dass ich warte ab, wenn die nächsten Etappen kommen. Die nächsten Etappen werden genauso schwer. Aquadurchstoß. Und dann bam. Das war's. Oh ja. Tja, Pech gehabt, Alter. Mal gucken. Ah, da kann ich nicht behalten. Feuerheiler, wenn was sein muss. Zwei Orden brauche ich noch. Aber den hole ich noch, weil es ja überhaupt dann durch noch weiterkommen in den ganzen Rotz. Puh. Aber ich finde es cool, dass ich dann da rausfallen da wurde. Und schnell da hoch. Wo die braunen Stellen sind, kannst du drauf treten, aber das wird noch, glaubt mir, das wird noch schwerer, und zwar jetzt. Das sieht man ja, weil wenn du hier keine... Hab die erste Basis erreicht damit? Das ist, weil es da nämlich jetzt deine Sicht vernebelt. Das ist das Depot, der Scheiß gerade. Und die nächste Etappe ist, glaube ich, wenn, glaube ich, noch eine Etappe kommt, dann ist die genauso. Ah ja. Aquarelle. Ja, eigentlich müsste ich den erwischt haben, aber... Okay. Ich will ja auch nicht fliehen. Aquaknarre jetzt als nächstes. Bam. So. Schon erst ist gerade so, dass es jetzt hier so von da aufgestattet ist, so wie es jetzt war, nicht so wie es vorhin war, aber egal. Ah, das ist gerade der größte Schrott, was hier ist, wie man es hier sieht. Hm.
und ich hasse den Teil einfach. Okay, das zeigt eigentlich an, aber das hilft doch, hilft echt keinem weiter, wenn es einem anders anzeigt. Das ist ja gerade das Problem, du siehst nicht, wo du hinläufst. Ah, ja. Hier siehst du lieber das. Und jetzt glaube ich, hier ist der scheiß Ding schon für dich. Und da hoch. Das wäre gerade ein paar Mal reingefallen, da. Aber da, das ist nicht, da kann man ja nichts machen. Ach so, das ist schon wieder voll. Okay, brauche ich gar nicht. Geil. So, ich hoffe, ich bin jetzt mal. Ja, jetzt bin ich von Marina weiter. Das Ding war aber ernsthaft, sorry, aber das war fies. Das war jetzt fies. Sorry. Tut mir leid, aber jetzt wirklich, der Mist war gerade fies. Das war fies. Das war so richtig gemein und fies. Von dem. Ah, der hat nur gestanden, ich weiß. Mark. Aber jetzt brauche ich mich Gott sei Dank wenigstens hier schon mal mit hier. Oh ja. Band aktiviert. Und Präzisionsschuss. Das ist Wasser und bam. Wie, du kannst es überleben, Harald? Alles klar. Wenn es deine Verteidigung ist. Übertreiben nicht, okay? Abfahrknappe. Nicht schlimm, alles gut. Und tja, eine entwickelte Variante kommt jetzt hiervon. So. Aber Bohrschnabel. Ah, verfehlt, okay. Jetzt Bohrschnabel und das war's. Zack. Erreicht 36 und 35 versucht Synthese zu erlernen. Attacke durchziehen, heute kann man gut machen. Ja, so, lass uns mal hin. So, den Zahn. Weil Giftstarre lasse ich drin. Okay.
wie er sich da gut darstellte. Ah ja. Dann heb ab, mein Freund. Mhm. Und Kabams. Felsgrab hoch. Dafür macht es mir auch keinen Schaden. Das finde ich gut. So. Stahlflügel. Ah, ja, das hat mehr Felsgrab. Und nochmal Startflügel. Wie viele Pokémon kommt jetzt von dem? Okay, dann mache ich erstmal kurz. Oh man, ich hätte lieber Belieber mitnehmen sollen. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Oh man. Shit. Ja, ein Belieber, da was kommt hinten. Hä, da habe ich keinen Linker oder was? Na egal. Und eben Stadtflügel. Und Bams. Oh yeah. Nein, ich bin noch nicht zu Staub zerfallen. Ich kämpfe. Oh ja, sehr gut. Zurück und los geht's. Ich würde es nicht vor, ich würde immer letzten Kampf zu benutzen. Ich würde es nie vorher verbrauchen, niemals vorher verbrauchen. Ja, das soll nicht so angeben, Alter. What the hell? Oh man! Deine Düse. Deine Panzer, oh Gott. Egal. Leute, ich hab noch genug. Keine Angst. Da wird es sowieso nicht mehr lange machen. Puh. Ich hoffe, der wird bald hoffentlich wieder runtergehen. Auf seine normale Größe. Ah, ich nehme doch den Fuß. Ich bin schon mal verwirrt. Okay, komm. Ich hoffe, das klatscht sich selbst eins. Ja, ich war jetzt aber nicht mehr lange. Gigaschlag. Oh Gott. Aber jetzt habe ich schon mal bis dann.
Na also, es wird wieder runtergedrückt. Es kommt wieder auf meine Art zurück. Stachelspore. Probiert und... Wisst ihr, wie unfair das ist, wenn der immer angreifen darf, was da? Warum klatscht er sich nicht mal selber eine? Obwohl. Das ist schon wirklich hoch, der klatscht, Mann. Wow. Ja. Ich hab's bestanden. Nochmal Schaufler. Jetzt probieren wir uns, Freund, komm. Jawohl. Vergiss es, dein Brandstempel, Alter. Und Schaufler. Kabams, das war's, Game Over. Gut, dass ich mir den in der Hinterhand behalten habe. Das war's, Freundchen. Achtung, ist doch noch ein Ort fehlt. Gut.